18 wunderschöne Österreicherinnen wurden von der Miss Austria Corporation unter der Leitung von Silvia Schachermeier im Missencamp auf die Miss Austria-Wahl 2014 vorbereitet. Welche der 18 Anwärterinnen schafft es, am 3. Juli die Jury von sich zu überzeugen und zur schönsten Frau Österreichs gekrönt zu werden? Vielleicht schafft es ja eine der beiden Mädels aus dem schönen Salzburger Land. Mein Name ist Madeleine, ich bin 19 Jahre alt, bin Miss Salzburg. In meiner Freizeit mache ich meine Matura nach, arbeite nebenbei beim Tierarzt als Assistentin und leite zwei Mutter-Kind-Gruppen. Mutter-Kind-Gruppe ist quasi die Vorstufe vom Kindergarten. Die Kinder werden quasi vorbereitet. Am Anfang ist mit die Mütter singen, basteln, spielen. Persönlich glaube ich, kann gut mit kleinen Kindern. Ich tue es auch gerne mit Leidenschaft. Ich bin ein sehr fröhlicher Mensch. Ich scherze sehr gerne. Ich stehe irrsinnig gerne vor der Kamera. Auch mit Freundinnen tue ich gerne auch sie fotografieren und sie wieder mich. Ich glaube, das kann ich ganz gut. Ich nehme für die Miss Austria-Wahl sehr viel vor. Ich werde viel für Laufsteg üben. Also ich glaube, mein erster Eindruck auf einem Laufsteg, du hast ja wirklich nur wenig Zeit, ist es, wie du gehst. Und das ist ganz entscheidend. Also da müssen die Mädels wirklich fest an sich arbeiten. Und auch immer Ausstrahlung zeigen und immer ich selbst bleiben. Mein Name ist Selma Dizdarovic, ich bin 21 Jahre jung, komme aus dem wunderschönen Bundesland Salzburg, bin beruflich Bankerin und betreue 1200 Kunden. Meine Freizeit verbringe ich sehr gerne mit meinen Freunden, bin gerne unterwegs, sprich zu Hause zu sitzen ist überhaupt nicht meins. Ich tanze sehr gerne und singe auch leidenschaftlich. Und was ein ganz großes Hobby von mir ist, ist Menschen zum Lachen zu bringen. Eine Miss Austria muss eine gewisse Kombination von Lustigkeit haben. Sprich, man muss immer schauen, wo man sich gerade befindet, auf welchem Event man ist und ob das angemessen ist, wie ich mich jetzt zu verhalten habe. Sprich, soll ich jetzt die lustige Selma spielen, ja, und alle auf Trab halten oder mich ein bisschen zurückhalten? Das muss man unterscheiden. Zu den anderen Mädchen ziehe ich keinen Vergleich, weil wir alle auf unsere Art und Weise verschieden sind, alle auf eine andere Art und Weise wunderschön sind. Für mich persönlich ist der Wille auf jeden Fall sehr, sehr stark, dieses Ding zu rocken. Meine Chancen rechne ich mir genauso aus wie die anderen Mädchen, das heißt, meine Chance ist 1 zu 18. Und es liegt dann einfach nur an der Jury und in ihren Punkten, wie sie sich entscheiden werden. Und eine weitere Konkurrentin wurde übers Internet ins Rennen geschickt. Hier ist die Miss Online aus Wien. Ich bin Larissa Ritschl, bin 23 Jahre alt, bin amtierende Miss Online. Ich wohne in Zeiten im Wiener Gemeindebezirk. Meine Hobbys sind Sport, jegliche Art, Yoga, Pilates, Fitness, Laufen. Und was noch ein Hobby von mir ist, ich esse unheimlich gerne. Ich liebe gutes Essen. Ich bin eine diplomierte Krankenschwester vom Beruf, das ist vielleicht auch ganz wichtig. Ja. Und ich möchte Miss Austria 2014 werden. Seit einem Jahr mache ich Fotoshootings immer wieder und die habe ich einfach auf Facebook online gestellt. Und der Redakteur von Mein Online, die eben diese Miss Online-Wahl ins Leben gerufen haben, hat mir geschrieben, dass ich mich da vielleicht bewerben sollte. Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe einfach Fotos online gestellt. Und ja, und ich war die Glückliche, die die meisten Stimmen bekommen hat. Ich gebe absolut mein Bestes. Also ich versuche ja alles Mögliche aus mir rauszuholen und trotzdem noch ich selbst zu bleiben und natürlich zu bleiben. Und sicher wäre es super toll, wenn ich Miss Austria werden würde. Blöd, wenn es nicht so wäre. Sonst wäre ich ja nicht da. Ob eine der drei Schönheiten zur Miss Austria 2014 gewählt und somit Österreich beim Miss World Contest in London vertreten wird, erfahren Sie am 10. Juli um 20.15 Uhr auf Puls 4.